Herzlich willkommen, Katja Habicht und Heike Schweinberger. Schön, dass ihr hier seid. Katja, du bist Kinderbuchautorin und Heike, du bist ihre Illustratorin. Schön, dass wir eure Bücher sehen können, euer neuestes Buch sehen können hier. Die sind bisher alle beim Boas Verlag erschienen, 5. Und ja, meine erste Frage ist, wie seid ihr dazu gekommen, Kinderbücher zu machen? Wann hat eigentlich alles angefangen? Ja, also angefangen hat eigentlich alles so ungefähr vor 6 Jahren. Heike und ich, wir haben zusammen im Kindergarten gearbeitet in unserer freien Christengemeinde und hatten zusammen dort Dienst und wir hatten das Thema Windmühle in dieser Woche. Das wollten wir den Kindern gerne erklären und wir haben aber keine passende Geschichte gefunden dafür. Wir wollten ihnen gerne eine vorlesen. Und dann habe ich zu Heike gesagt, ich gucke zu Hause mal, ob ich ein Buch finde darüber. Habe dann zu Hause auch noch mal geguckt, habe aber keins gefunden und habe dann eine Geschichte selbst geschrieben, wo die Windmühlen drin vorkommen. Und am nächsten Morgen hatten wir dann wieder Dienst im Kindergarten und ich habe den Kindern die Geschichte vorgelesen. Ja, und danach fragte Heike mich, in welchem Buch hast du die Geschichte denn gefunden? Und da habe ich gesagt, dass ich sie selbst geschrieben habe, ja. Ja, und mir hat sie dann sehr gut gefallen. Und da ich immer für unser monatliches Gemeindeblättchen die Kinderseite machte, fragte ich Katja, ob sie denn nicht dann auch Kindergeschichten für schreiben möchte. Und ich habe dann die Bilder dazu gemalt. Ja, und dann nach einiger Zeit war es so, als es eine Weile im Gemeindeblättchen drin war, die Geschichten, da fragte dann unser damaliger Gemeindeleiter, ob ich vielleicht Interesse habe, das nicht mal zu veröffentlichen, die Geschichten. Und das wollte ich dann gerne machen, habe dann im Internet recherchiert und bin dann auf den Boas Verlag gestoßen, auf die Seite. Und die hat mir gleich sehr gut gefallen, weil es da, sag mal, der Glaube an Gott war da im Mittelpunkt auf dieser Seite. Das hat mir gleich sehr gut gefallen. Es war allerdings noch kein einziges Kinderbuch auf der Webseite. Ich habe aber dann trotzdem einfach mal den Verleger Herrn Friedhelm von der Mark angerufen, spontan, und habe ihm von meinen Kindergeschichten erzählt, ob er Interesse daran hat. Und ja, er hatte auch Interesse dran und ich habe dann noch die Heike vorgeschlagen als Illustratorin und so ist das gekommen. Ja, schön. Und wie gesagt, jetzt haben wir schon 5 davon und jedes dieser Bücher hat ja ganz viele verschiedene Geschichten noch mal mit drin. Wo kommen die ganzen Ideen her für die Geschichten und wo bekommst du die Ideen für die Situationen her? Ja, das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also erstmal habe ich ja selbst auch 2 Kinder. Die sind zwar jetzt erwachsen, aber sie waren ja auch mal klein. Wir haben viel erlebt zusammen. Dann halte ich auch seit 30 Jahren schon Kindergottesdienst und habe viele Jahre lang auch im Kindergarten mitgearbeitet. Und da gab es immer wieder Situationen der Kinder oder Aussprüche, die ich mir dann behalten habe, um die ich dann die Geschichten baue. Und mich interessiert, wie funktioniert eure Zusammenarbeit? Also du schreibst ja, du illustrierst, wie sprecht ihr euch da ab? Wo bekommst du deine Ideen her für die Illustrationen oder gibt Katja dir das vor? Wie funktioniert das? Also zuerst beredet immer Katja mit Herrn von der Mark die Geschichten. Dann sollen ja 8 Geschichten in dem Buch erscheinen. Danach lese ich mir die Geschichten durch. Und dabei kommen mir dann schon Ideen für Gegenstände oder Szenen, was den Kindern dann auch, was sie auch interessieren könnten. Und dann treffen wir uns und das ist auch gar kein Problem, wir wohnen ja nur ein paar Häuser entfernt und sprechen diese ganzen Geschichten durch. Und das dauert auch ziemlich lang, weil ja in dem Buch dann 80 Bilder sein sollen, über 80 Bilder und auch auf jeder Seite ein Bild. Ja. Es ist ja praktisch, wenn man dann nah beieinander wohnt, ja, genau. Alles telefonisch gehen muss. Ja. Und Katja,
falls jemand anders mal so ein Kinderbuch schreiben möchte, was ist wichtig, wenn man ein Kinderbuch schreibt? Worauf muss man achten? Ja, ich achte besonders darauf, dass ich eben einfache und kurze Sätze verwende und dass ich auch Worte verwende, die die Kinder einfach aus ihrem Alltag kennen, die ihnen bekannt sind. Mhm. Ja, Heike, ich habe mir mal deine Illustrationen so ein bisschen angeguckt. Von deinem ersten Buch ausgehend habe ich feststellen können, dass es eine Entwicklung gibt in deinen Illustrationen. Wenn man mal sieht, ich halte das mal hoch, das ist das erste Buch, eine blonde Mutter. Dann kommt das dritte Buch, auch eine blonde Frau. Und jetzt in dem neuesten haben wir diese blonde Frau. Da kann man deutlich sehen, dass es eine Entwicklung gab. Wie malst du überhaupt? Wie illustrierst du? Und wie hat sich das so entwickelt? Also angefangen habe ich damit, die Illustrationen mit Aquarellfarben zu kolorieren und habe mich dann aber mal informiert über andere Maltechniken und Zeichenarten. Und dann habe ich angefangen, die Bilder in mehreren Schichten zu malen. Ich male dann immer erst Aquarell, dann nehme ich nochmal Buntstifte, mal sie nach und zum Schluss noch spezielle Zeichenstifte. Dadurch wird alles plastischer und lebendiger und ich traue mich jetzt auch mehr Schatten zu setzen. Und dann probiere ich halt auch, mich gut in die Situation der Kinder und in die Bewegungen einzufühlen. Und dann nehme ich auch schon mal meine Töchter, die müssen dann so eine Szene nachspielen und dann halt mal so stehen bleiben. Ja, das ist ja interessant, wenn dann sogar die ganze Familie mit eingebunden wird. Und wie malst du generell? Machst du erst Skizzen, weil das sind ja wirklich viele Zeichnungen, oder malst du sofort drauf los? Also bei den ganzheitlichen Bildern mache ich schon erst das Skizzen, auch bei dem Cover. Gerade das Cover machen wir ja mehrere Vorschläge und die berede ich dann mit Katja, dass sie auch so ein bisschen Vorstellung hat, wie das aussehen soll. Und bei den anderen Bildern male ich gleich drauf los. Wir haben schon gesagt, es sind so viele schöne Geschichten in den Büchern. Was ist denn eigentlich eure Motivation, dass ihr auch gerade christliche Kinderbücher macht? Also die Motivation ist, dass schon die kleinen Kinder auch von Gott hören, dass sie wissen können oder dass sie lernen können, dass Gott sie geschaffen hat, dass er sie lieb hat, dass er ihnen zuhört, wenn sie Probleme haben und dass er ihnen auch gerne helfen will. Einfach, dass Gott der beste Helfer ist, den es gibt. Und ich möchte das halt auch durch die Bilder noch unterstützen, dass die Geschichten noch interessanter werden und dass die Kinder auch viel zu gucken haben. Ja, das ist ja auch die schönste Botschaft der Bibel. Und das ist wunderbar. Inzwischen sind 5 Bücher von euch beim Boas Verlag erschienen und sogar auch Hörbücher, sogar das neueste Hörbuch ist auch passend zum Buch erschienen. Und was ich auch ganz toll finde, ein französischer Verlag hat sogar schon die Lizenz angefragt und das ist auch schon auf Französisch erschienen jetzt, das Buch. Mhm. Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr mit den Büchern angefangen habt, als ihr das erste Buch geplant habt? Habt ihr jemals damit gerechnet, dass es quasi diese Ausmaße annimmt? Die Bücher haben sich auch sehr gut verkauft bisher und der Verkauf reißt auch nicht ab. Wie habt ihr euch gefühlt am Anfang? Also wir haben ganz am Anfang, als das erste Buch kam, natürlich gehofft, dass die Kinder gerne danach greifen, es gerne lesen, dass auch die Eltern gerne danach greifen nach dem Buch. Aber dass es so erfolgreich wird, hatten wir jetzt nicht mitgerechnet. Es war aber dann so, als dann Herr von der Mark anrief, dass er einen zweiten Band plant, da waren wir schon sehr froh, da haben wir uns sehr gefreut drüber und sind sehr dankbar auch dafür. Also sind Gott sehr dankbar, dass das so möglich ist. Also es ist schon sehr schön, wir freuen uns sehr darüber. Ja, und das Tolle ist ja auch, manche Kinder, die jetzt noch nicht lesen können, haben dann sogar zusätzlich zu dem Hörbuch das gedruckte Buch und dann hören sie während den Geschichten, blättern sie immer nach den Bildern. Das finde ich auch ganz schön. Ja, es war dann auch wirklich, daher, genau. Ne? Es war dann wirklich auch schon so, dass viele Eltern oder Kinder gefragt haben, wann kommt denn endlich der nächste Band raus? Ja. Sie haben dann schon danach gefragt und ja, das freut uns natürlich.
Mhm. Und wenn man was liest und was hört, dann geht es ja auch besonders gut ins Gedächtnis. Mhm. Und ja, schön. Euer neuestes Buch ist Besondere Tage mit Gott. Worum geht es in dem neuen Buch? Ja, es geht zum Beispiel darum, wenn ich in der Schule geärgert werde, was mache ich dann? Ärgere ich dann auch? Oder gibt es vielleicht eine andere Lösung? Oder ja, wenn ich etwas gestohlen habe, wie komme ich dann aus dem Schlamassel wieder raus? Oder wenn ich mir was Schönes zu spielen kaufen kann und mein Freund kann das aber nicht, was gibt es da für eine Möglichkeit? Vielleicht teilen. Also in dem Buch ist halt hier das auch das Besondere, dass eben viele Kinder da sind, die noch nie was von Gott gehört haben, die es da zum ersten Mal hören durch ihre Freunde. Und ja, das Buch heißt ja Besondere Tage mit Gott. Es sind eigentlich ganz normale Tage erstmal für die Kinder, ganz normale Alltage. Aber für die Kinder wird es dann ein besonderer Tag, weil sie eben ein Erlebnis mit Gott haben. Sind das dann in eurem Leben auch die besonderen Tage? Ja. Genau. Genau. Möchtest du uns vielleicht aus einer Geschichte aus dem Buch was vorlesen? Ja, kann ich gerne machen. Ja, mache ich. Also die Geschichte heißt, ich würde dich immer suchen. Komm Bruno, komm Feli, komm Lino. Franziska lockt ihre kleinen Meerschweinchen mit einem Salatblatt. Und tatsächlich, Bruno, Feli und Lino hoppeln herbei. Franziska hat mit Papa im Garten ein kleines Stück Wiese eingezäunt. Hier können die Meerschweinchen bei schönem Wetter das frische Gras fressen. Im Gehege steht ein Holzhäuschen, das Franziska ganz alleine gebaut hat. Dort gehen sie rein und raus oder klettern sogar auf das Dach. Ja, der Salat schmeckt euch gut. Franziska nimmt Lino auf den Arm und streichelt ihn. Du bist so kuschelig. Zärtlich drückt sie ihn an sich. Und weißt du was? Franziska setzt Lino wieder ins Gehege. Ich sammle jetzt im Wald Baumrinde und Äste. Die kann ich rund um euer Häuschen legen. Das sieht schön aus und ihr drei könnt darauf herumturnen. Franziska geht ins Haus und sagt Mama, was sie vorhat. Doch Mama schüttelt den Kopf. Es wird schon bald dunkel. Du bleibst bitte im Garten. Morgen kannst du in den Wald gehen. Franziska verzieht das Gesicht. Ich will aber jetzt gehen, mault sie. Lass mich doch. Mama sieht Franziska ernst an. Nein, es bleibt dabei. Heute gehst du nicht mehr in den Wald. Franziska stampft mit dem Fuß auf und rennt nach draußen. Mama ist so gemein, murmelt sie und tritt gegen den Meerschweinchenzaun. Ich gehe trotzdem. Ich beeile mich einfach. Da wird Mama gar nicht merken, dass ich weg war. Sie nimmt ihre kleine Schubkarre und geht los. Über den Feldweg läuft sie bis zum Wald. Oh, da ist ein Hase, den will ich streicheln. Sie flitzt los, um an den kleinen Hüpfer heranzukommen. Die Schubkarre rumpelt über den holprigen Waldboden. Der Hase erschrickt und rennt noch schneller. Bleib stehen, ich tu dir doch nichts. Franziska rennt hinterher. Nach rechts, nach links, wieder nach rechts. Plötzlich stolpert sie über eine Baumwurzel, kann sich nicht halten und stürzt kopfüber in ihre Schubkarre. Die fällt um und Franziska plumpst auf den Waldboden. Aua! Keuchend rappelt sie sich wieder auf. Während sie sich Laub und Ästchen von ihren Armen wischt, kommen ihr die Tränen. Und der Hase ist auch verschwunden. Franziska hat keine Lust mehr, Baumrinde und Äste zu sammeln. Ich gehe wieder zurück, schnieft sie und hebt ihre Schubkarre auf. Dann schaut sie sich um. Überall sind Bäume. Langsam dreht sich Franziska im Kreis, doch sie kann den Waldweg nirgends entdecken. Wo geht es nach Hause? Sie läuft ein Stück in die Richtung, aus der sie gekommen ist, doch auch dort ist der Weg nicht. Überall sieht es gleich aus. Franziska findet nicht mehr zurück. Sie hat sich verlaufen.
Es wird immer dunkler und sie hört komische Geräusche im Wald. Ich will nach Hause. Ob Mama mich suchen wird? Da fällt ihr ein, dass sie ungezogen war und einfach weggelaufen ist. Franziska wischt sich mit ihren schmutzigen Händen die Tränen aus dem Gesicht. Mama will mich jetzt bestimmt nicht mehr. Sie ist sicher böse auf mich und froh, dass ich weg bin. Franziska hat große Angst. Plötzlich hört sie eine Stimme. Franziska, Franziska, das ist Mama. Hier bin ich, hier. Franziska hüpft auf und ab und immer wieder ruft sie, hier bin ich, hier. Als sie Mama in dem halbdunklen Wald endlich sehen kann, rennt sie ihr entgegen. Franziska, Mama drückt sie ganz fest und Franziska klammert sich an Mama. Es tut mir leid, dass ich weggelaufen bin und dass ich so frech war. Franziska schaut Mama an. Und du hast mich trotzdem gesucht? Mama hockt sich vor Franziska und wischt ihr eine schmutzige Tränenspur aus dem Gesicht. Du bist doch mein Mädchen und ich habe dich sehr, sehr lieb. Ich würde dich immer suchen. Franziska strahlt und gibt Mama einen Kuss. Zusammen machen sie sich auf den Heimweg. Nach dem Abendbrot liest Mama Franziska aus der Kinderbibel vor. Der Herr Jesus hat einmal eine Geschichte erzählt, beginnt sie. Ein Hirte hatte 100 Schafe und alle kannte er mit Namen. Auch die Schafe kannten den Hirten und hörten auf seine Stimme. Wenn der Hirte die Schafe auf die Weide führte, passte er immer gut auf, dass ihnen nichts passierte und keins verloren ging. Aber eines Tages, liest Mama weiter, ist ein Schaf weggelaufen. Franziska überlegt, so wie ich? Ja, so wie du, antwortet Mama. Am Abend, als der Hirte seine Schafe heimführen wollte, merkte er, dass eins fehlte. Er lief sofort los, um es zu suchen. Obwohl er noch viele andere Schafe hatte, war es ihm ganz wichtig, dieses eine Schaf zu finden. Und nach langem Suchen fand er es und trug es sicher auf seinen Armen nach Hause. Mama klappt die Kinderbibel zu. Der Herr Jesus selbst ist der gute Hirte und wir sind seine Schäfchen. Deshalb möchte er, dass wir ganz nah bei ihm bleiben und nicht weglaufen. Franziska nickt. Sie möchte auch immer bei ihrem Hirten, dem Herrn Jesus, bleiben. Da fällt ihr auf einmal ein. Bruno, Feli und Lino sind noch im Garten. Ich habe vergessen, sie in den Stall zu setzen. Das mache ich schnell noch. Mama nickt und Franziska saust in den Garten. Komm Bruno, komm Feli, komm Lino. Sie schnappt sich Feli und setzt ihn auf das weiche Heu im Stall. Auch Lino hat sie bald erwischt und setzt ihn dazu. Doch, wo ist Bruno? Ja, wenn ihr wissen wollt, wo Bruno ist und ob Franziska ihn wiederfindet, das steht in diesem Buch dann. Ja, vielen Dank. Das war ja, man denkt schon, die Geschichte ist zu Ende und dann gibt es doch noch ja, so einen Cliffhanger, dass man doch noch wissen möchte, wo ist denn das süße Kaninchen? Meerschweinchen. Entschuldigung. Meerschweinchen, ja, genau. Mhm. Ja, vielen Dank. Auf dem Cover eures Buches steht Band 1. Das verheißt ja schon, dass noch mehr folgen wird. Wann kann man denn damit rechnen und wie geht es weiter? Ja, das ist richtig. Es geht auf jeden Fall weiter. Also es gibt den Band 2 auf jeden Fall. Da sind wir schon dran. Der ist in Arbeit. Und voraussichtlich kommt er dann nächstes Jahr im Sommer raus. Auch wieder mit vielen schönen Illustrationen. Ja, auch wieder. Ja, das hört sich ja wirklich toll an. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und eure Bücher vorgestellt hat, eure Illustrationen vorgestellt habt. Katja Habicht und Heike Scheinberger sind jetzt gleich noch am Stand des Boas Verlags. Das ist, wer jetzt direkt mitgehen möchte, einmal da hinten rüber. Und sind da noch zur Verfügung, können Fragen beantworten, wer noch mehr über die Geschichten hören möchte. Und signieren natürlich auch ihre Bücher. Vielen Dank euch beiden.
Danke. Dankeschön.